Was erinnere ich noch? Ja, es ist, ich habe das ja eigentlich nie im Ganzen gesehen. Das steht mir sozusagen noch bevor. Ich hatte schon den Eindruck, dass das sozusagen sein Spätwerk, sein Meisterwerk ist. Aber ich erinnere mich eigentlich an wenig, muss ich sagen, komischerweise. Vielleicht, weil es so wahnsinnig viele Menschen waren, die daran beteiligt waren. Das war ja wie eine Welt in einer Welt. Ich erinnere mich natürlich an meine Rolle, die Eva. Aber auch da erinnere ich mich jetzt weniger an Szenen, sondern erinnere mich, dass das eben so eine Konstante im Leben des Biberkopf war. Ohne Text. Auf Bitte läufst du rüber und stellst dich hin. Dann bist du da. Dass sie, wenn auch spärlich, aber immer wieder auftaucht, dass sie so eine Art mütterliche Freundin fast ist. Und dann erinnere ich mich an eine Szene vor allem, die so einen paradiesischen Charakter hat, wo die Mieze sagt, dass sie schwanger ist und die Eva sich wahnsinnig drüber freut, als ob es jetzt nun ein Kind wäre, das ihnen allen gehört, also ihnen dreien. Und dass da in dieser Szene dieses ganze Mein-Dein-Denken sich aufgehoben hat, wovon wir ja immer geträumt haben, wir die 68er. Und dass das hier sich in einem Milieu, wo überhaupt nicht das über den Kopf her kam, sondern dass sich das so verwirklicht hat. Das ist spannend, wie du das erzählst und erinnerst. Weißt du, die Sache war eigentlich ganz anders. Die Mieze bekommt keine Kinder, das erzählt sie ja dem Biberkopf. Und sie bittet dich darum, das Kind von Franz Biberkopf zu bekommen. Ach, dass ich das bin, die das Kind kriegt. Ja, dann besuchst du ihn doch und dann ist doch alles besprochen. Und dann ist alles, aber sie kriegt doch das dann. Nein, du sollst das kriegen. Sie kriegt ja keine. Ach, ich soll das kriegen. Naja, da kannst du schon mal sehen, in welchem Punkt ich diese beiden Figuren irgendwie vermischt habe. Mieze, hör doch auf! Oh, komm doch, Eva, komm doch! Ich bin doch nicht böse, ich freue mich doch, dass du den Franz machst. Sag mal, wie Jana hast du Franz? Ein Kind willst du von Franz? Mein Schatz, den sagst du ihm doch. Bist du denn jetzt verrückt geworden? Was ist denn los mit dir, Mieze? Sag's mir jetzt glatt ins Gesicht, willst du mir den zuschanzen, den Franz? Aber wieso denn? Ich will doch behalten, das ist doch mein Franz. Aber du bist doch oben meine Eva. Was bin ich? Meine Eva. Sag mal, Mieze, bist du schwul? Gar nicht. Ich erinnere mich, dass es auch beim Drehen am Anfang so war, dass wenn ich mit der Suko war, die den Rainer ja noch nicht so kannte, wenn die gesagt hat, ja, und jetzt sag doch mal, wie das ist mit ihm, dass ich ihr so ein paar Sachen gesagt habe, wie das ist mit dem Rainer. Da hätte ich eben auch schon viel früher mit dir drüber reden müssen. Und dass ich von diesem Film hauptsächlich behalten habe. Worüber denn noch? Dass er gesagt hat, ich bin alle drei, ich bin der Biberkopf und ich bin der Reinhold und ich bin aber auch die Mieze. Ich hab was ausgemacht mit der Eva. Ich hab mit der Eva ausgemacht, dass sie ein Kind kriegt von dir. Wie er die Zukova eingeführt hat in ihre Rolle, da hat er zu ihr gesagt, weißt du, die hat nicht alle Tassen im Schrank, aber die kann einfach alle und jeden lieben. Und diese Fähigkeit war ja in ihm auch drin. Neben dem Reinhold, von dem er selber gesagt hat, dass der irgendwie alles zerstören muss und weiß gar nicht warum. Und dem Biberkopf, von dem er gesagt hat, der glaubt immer an das Gute, obwohl es eigentlich auch dafür keinen richtigen Grund gibt. Also, dass er sich so wie im Fadenkreuz dieser drei Personen selber gefühlt hat. So, Kenneth, das ist also die Räuberhöhle, in die immer hier. Tag, Biberkopf. Dieses Selbstporträt des Rainers und auch die Tatsache, dass ich wusste, dass das für ihn so ein wahnsinnig wichtiges Buch war und dass er einmal gesagt hat, das Buch hätte ihm das Leben in seiner Pubertät gerettet.
diese Dinge sind bei mir jetzt irgendwie noch stärker hängen geblieben als das, was ich jetzt in den Szenen selber gespielt habe. Der Rainer hat sich eigentlich fast nie geäußert mir gegenüber, den Rollen. Wenn ich jetzt ganz auf unsere Anfänge zurückgehe, muss ich immer wieder von diesem Moment sprechen auf der Schauspielschule, wo ich sozusagen meine erste erarbeitete Rolle vorgetragen habe in Form eines kurzen Ausschnittes. Das waren die Geschwister von Goethe und wo es darum ging, dass eine Schwester, die ihre uneingestandene Liebe zum Bruder einerseits ausdrücken möchte und andererseits verbirgt. Und dass diese Rolle dem Rainer so wahnsinnig gefallen hat, was mich so erstaunt hat, weil ich fand das eigentlich irgendwie altmodisch. Nee. Warum denn nicht? Ist er doch nicht mehr wie früher, ist doch nur wegen dem Spaß. Weil ich dich nicht vergessen kann. Soll doch auch gar nicht mehr werden wie früher. Habe ich doch längst begriffen, dass die Eva noch mal eine Variante dieser ersten Szene war, in der er mich sozusagen vielleicht als seine Schauspielerin sogar entdeckt hat. Diese Eva hatte so etwas von jemandem, der immer da war, auch wenn sie nicht immer dabei war. Das ist eigentlich das, was unsere Generation, die es ja so wahnsinnig schwer hatte, sich mit dem abzufinden, was jetzt das Unsere sein soll, unsere Geschichte, die Welt unserer Eltern. Vergiftet waren diese Lieder, wie der Heine schon mal gesagt hatte. Das war alles Kultur, die eigentlich sich als impotent erwiesen hat. Das hat ja alles nichts verhindert. Und deshalb hatten wir dieses Problem. Und für uns war eigentlich dieses Wachsein, das war die einzige Haltung, in der wir sozusagen wieder neu anfangen konnten und gleichzeitig eben sich ausdenken, wie denn alles wäre, so wie schon damals John Lennon gesungen hat. Imagine no possession. I wonder if you can a world of no greed, no need for greed, nicht haben, sondern sein. Mal abgesehen davon, dass für den Rainer die Sache eben in einem Milieu sich abgespielt hat, was er kannte, weil ja doch sein Vater da bei der Sendlinger Straße war ja Hurenmilieu und er war ja auch ein Arzt in diesem Milieu damals. Dass er dazu so einen Zugang hatte, war eben auch, dass diejenigen, die außerhalb der Gesellschaft stehen, von Haus aus manchmal auch anarchistisch sind. Genauso wie sie auf der anderen Seite vielleicht auch Spießer sind. Ne? Aber diese beiden Dinge in sich haben und das hat ihm wahrscheinlich auch angezogen.